Living off fishing is not easy. Prices are low and the state of the sea affects how well a catch goes. In addition, it's a sector in which there are many middlemen. Fish from Kuta is a website that publishes information about catches straight from the ship via SMS. Consumers can then purchase fish directly from the fishermen. Jan Meyer is one of the ideologues behind this project. He claims that he has got better prices for his catches and considers it a more sustainable system. Ich bin mittlerweile schon über 60 Jahre alt jetzt. Und auf See bin ich schon so lange, wie ich denken kann. Und schuld daran ist mein Großvater. Der hatte mich als kleiner Junge einfach mal ins Schiff gesetzt und wollte mal testen, ob ich seekrank werde. Die Idee ist eigentlich ganz spontan mit entstanden, wie man so schön sagt, am Biertisch. Und dann waren wir zuerst drei und dann hat noch einer gesagt, ich bringe noch mal den mit, vielleicht weiß der was. Da waren wir vier und fünf und so ging das dann immer weiter, bis wir zum Schluss 30 Leutchen waren. Und da sehr viele Ideen dabei rauskamen, kam unter anderem auch mit raus, Mensch, wir können das doch auch ins Internet stellen. Es hat heute jeder ein Handy. Und dann wäre das doch eine Möglichkeit, eine neue Marktlücke aufzudecken. Und das haben wir damit mal ganz spontan gemacht und das klappte auf Anhieb. Ganz toll, die Leute finden das auch sehr gut, weil die Auswahl, das ist ja praktisch wie eine Speisenkarte für die Hausfrau, die sich aussuchen kann, wo fahre ich hin, in welchen Hafen und was nehme ich mir mit. Und frischer geht das ja nun wirklich nicht. Und sind nicht mehr auf die 1 Euro pro Kilo angewiesen, die wir vom Seefischmarkt kriegen, sondern können die jetzt gleich für 4 bis 5 Euro verkaufen fürs Kilo, bei den gleichen Kosten, eigentlich noch bei geringeren Kosten, weil wir haben keinen Zwischenhandel mehr, wir brauchen kein Eis in dem Sinne bezahlen für die Lagerung im Seefischmarkt. Und dazu kommt auch noch, dass wir weniger Emissionen haben. Der Fisch muss nicht um die halbe Erde gefahren werden. So, heute soll es bei uns Fisch geben und ich werde mal in Fischer erleben reinklicken. Der Herr Rönner und der Herr Meier und Herr Meier kommt um 9 Uhr in Wentorf an und hat nur Butt. Moin, moin. Na, was habt ihr für Fisch? Flotte. Kein Dorsch. Kein Dorsch. Heute kein Dorsch.